Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Ich bin vollkommen aus dem Häuschen, denn wir können euch heute sagen, wir haben es geschafft. Wir haben jetzt tatsächlich alle vier Zipfel in Deutschland erreicht, bereist mit Wohnmobil und Fahrrad und zu Fuß befahren und bewandert. Und jetzt stehen wir hier am westlichsten Punkt in Deutschland in der Gemeinde Selfkant. So, Selfkant, wir sind mit dem Wohnmobil hergefahren und stehen auf dem Stellplatz in Gangelt, dazu später noch mehr, und sind von da aus, ihr habt es jetzt gesehen, mit dem Fahrrad hier zum westlichsten Punkt Deutschlands gefahren. Das ist noch nicht genau der westlichste Punkt, aber hier ist so ein Parkplatz, so ein Infocenter, so ein kleines, und da laufen wir jetzt aber noch hin zum wirklich, wirklich, wirklich westlichsten Punkt, aber hier sind wir schon mal angekommen, ja. Ganz wunderhübsch, ich freue mich wirklich total, ich weiß gar nicht, ob du auch so aus dem Häuschen bist darüber, aber wir hätten das ohne euch und ohne diese ganze YouTube-Geschichte, glaube ich, niemals gemacht. Ohne Wohnmobil auch nicht. Also ich finde es total ergreifend. Wir hätten so einiges nicht gemacht, wenn wir kein Wohnmobil hätten und nicht mit dem Wohnmobil ständig unterwegs wären und für euch Videos machen würden. Also das haben wir für uns schon selbst ein paar Mal gesagt, dass das eigentlich eine super Sache ist, ja, dieses Ganze zusammen, dass wir so viel unternehmen und für uns so viel sehen und euch so viel zeigen wollen immer. Ja, aber tatsächlich ohne euch, wenn wir, also ich hätte nie gewusst, dass man diese vier Zipfel, dass es diese besonderen Punkte so gibt und dass man die eben so bereisen kann. Wir haben euch das letztes Jahr, da waren wir in Oberstdorf am südlichsten Punkt in Deutschland, und da haben wir euch die Geschichte von der Zipfelpassgeschichte schon erzählt. Es gibt nämlich den Zipfelbund, der gegründet wurde, und ihr könnt immer an den Touristinfos in den einzelnen Gemeinden, wenn ihr das auch machen wollt, den Zipfelpass holen. Lasst den euch stempeln. Dafür braucht ihr allerdings eine Gästekarte der Gemeinde und müsst dort übernachten. Und dann könnt ihr euch den Zipfelpass abstempeln lassen. Und wenn ihr alle vier Zipfel Deutschlands erreicht habt, bekommt ihr ein Geschenk. Und ich habe mir gerade eben überlegt, als wir so schön durch die deutsch- und niederländischen Felder geradelt sind, dass wir das auch so machen, aber ohne Zipfelpass und Zipfelbund. Toni weiß noch gar nichts davon. Sondern dass einfach ihr, wenn ihr das eben auch machen möchtet, uns Selfies schickt, wenn ihr alle vier Zipfel erreicht habt. Ihr macht überall ein Selfie. Schickt uns das per E-Mail bitte an info@leniundtoni.de. Alle vier Bilder, ein paar Infos vielleicht zu euch und eure Adresse. Und dann bekommt ihr einfach ein Geschenk von uns. Ganz ohne Gästekarte und ohne Touristinfo und so weiter. Einfach nur vier Fotos schicken und dann gibt es was Lustiges. Leni und Tonis vier Ecken. Pass. Fantastisch! So! Schon hat das Ganze einen Namen. Stichwort hierher radeln. Also das ist wirklich ganz easy. Immer schön auf Fahrradwegen, super ausgebaut, entweder an der Straße entlang, aber meistens durch den Wald, durch die Felder, ihr habt es gesehen. Teilweise durch Deutschland, teilweise durch die Niederlande schon. Das ist ein gemeinschaftlicher Radwegkurs. Wie hieß das Ding? Die Westbike-Route in Deutschland. Westbike-Route in Deutschland, ja. Und es ist ja Südlimburg hier schon. Und ja, Punkt. Genau, ja, Punkt. Also, aber ihr habt es gesehen. Wir gucken uns jetzt hier mal ein bisschen um, suchen wirklich den westlichsten, westlichsten Punkt. Und dann sehen wir uns wieder. Ja, also, los geht's. So, wir stehen jetzt auf einer Brücke über dem Rodebach. Rodenbach? Rodebach, ne? Rodebach heißt das Ding. Oder Rodebeek. Das ist das Grenzflüsschen zwischen Deutschland und den Niederlanden. Das geht auch an diesem Flüsschen, Bächlein, egal wie, Kanälchen. Fahrt ihr eigentlich auch die längste Zeit mit dem Fahrrad entlang. Ja, und hier ist, seht ihr, könnt ihr noch mal gucken. Das ist es. Und da stehen wir quasi genau auf der Grenze. Und da hinten könnt ihr diesen roten Dot erkennen, was dann wirklich der westlichste Punkt ist. Da wollen wir nochmal hin. Genau genommen ist es so, dass ich gerade in den Niederlanden bin und Toni ist in Deutschland. Ja, kann man so sagen, ne? Ja. So, hier hat man extra diesen Steg gebaut. Am Rodebach entlang zum wirklich dann westlichsten Punkt Deutschlands. Und dieser Mast hier, dieser Pömpel,
Der steht jetzt wirklich inmitten vom Rodebach und markiert den westlichsten Punkt. Was jetzt hier auch noch ganz interessant ist, dass dieser Punkt hier die schmalste Stelle der Niederlande ist. Man kann es hier noch mal sehen. Das ist ja hier die Grenze von Deutschland. Hier sind wir jetzt mit dem Punkt hier, mit dem roten Punkt. Das sind die Niederlande. Und hier ist ja schon Belgien. Und das hier ist die schmalste Stelle der Niederlande. Ein Highlight jagt hier auf dieser Brücke und danach im Anschluss das nächste. Wir schauen mal, ob wir nicht noch nach Belgien schnell radeln. Hä? Auf jeden Fall machen wir das. Das ist hier eine sehr lustige Radtour. Man trifft alle möglichen Nationen an allen möglichen Knotenpunkten und alle überlegen gemeinsam, in welchem Land man sich eigentlich gerade befindet. Ja, und das wo man war hin eine will. Sehr lustige Herfahrt eben, aber ganz, ganz toll. Wenn ihr nicht mit dem Rädchen herradelt durch die schönen deutschen, niederländischen und belgischen Felder und Landschaften, sondern einfach nur mit dem Wohnmobil einen Abstecher machen möchtet. Hier gibt es einen Parkplatz, da stand jetzt eben ein großer Reisebus und ansonsten ist hier nichts los. Müsst ihr dann gucken, wenn ihr hier seid und vielleicht noch mal um den Block fahren sozusagen, bis ein Parkplatz frei ist. Das ist aber eigentlich kein Problem. Dafür gibt es ganz, ganz viele Fahrradparkplätze. Von diesem Parkplatz aus sind es wirklich nur, hier ist gleich der Rodebach und dann sind es 50 Meter, habt ihr eben gesehen, das seid ihr ja schon lang gelaufen, bis zum westlichsten Punkt. Also es dauert nicht lange, wenn ihr hier seid. Freunde, wir sind jetzt auf abenteuerliche Weise. Wir haben irgendwie den richtigen, kürzesten Weg irgendwie verloren. Warum auch immer, ich habe keine Ahnung. Aber trotzdem sind wir jetzt einmal durch Holland, durch die Niederlande durchgefahren und stehen an der Grenze zu Belgien. Das ist die Maas und da drüben, das ist Belgien. Wir könnten jetzt mit der Fähre rüberfahren und wieder zurückfahren, weil alles andere macht jetzt von uns aus keinen Sinn wegen unserem Rückweg. Wollten es euch aber nur mal zeigen. Ja. Urks. Wir schaffen es aber einfach auch nicht mehr, beziehungsweise meine Beine da noch weiter zu fahren, um dann wieder zurück zum Stellplatz. Das geht nicht. Ist genau. Zu viel verlangt, weil das schmalste Stück der Niederlande hat sich doch als breit erwiesen. Zumindest was die Möglichkeit an Fahrradwegen angeht und die wir dann auch alle gefahren sind. Ja, wir haben den richtigen Fahrradweg einfach nicht gefunden. Da gab es einen Fußweg, aber der war natürlich für Fahrräder teilweise nicht zu bewältigen. Also sind wir dann so Umwege um den Fußweg rum, war auch ausgeschildert und auf einmal hat uns die Beschilderung verlassen und wir waren, also naja. Zack, waren sie weg. So, ja. Aber trotzdem haben wir jetzt gesagt, wir müssen es unbedingt mal sehen. Und ja. Also man kann sagen, wir waren praktisch schon in drei Ländern. Also ja. In der Theorie zumindest. Ja. Ne? Weil wenn wir das so machen und der Finger, der dotzt da hinten auf. Das ist jetzt in der Kamera bestimmt, sieht es so aus, als wäre mein Finger, der ist in Belgien. Ja. Ja. Jetzt müssen wir nur den guten ganzen Weg zurückfinden. Ich habe den Google schon befragt. Eine Route machen lassen für Fahrrad 22 Kilometer. Liebe Freunde, wir sind wieder da. 54 Kilometer tatsächlich. Wir haben gerade festgestellt, dass wir glauben, so viele Kilometer sind wir noch nie gefahren. Nein, Gott sei Dank haben wir Motor. Nee. Ich bin die ganze Zeit gestrampelt. Ja? Ja. Ich auch, aber trotzdem mit Unterstützung. Ah, naja. Dafür ist es ja da. So. Vielleicht ein bisschen. Wir müssen jetzt ganz dringend reingehen. Clara hat Durst. Ja. Eigentlich wäre die gerne noch weitergefahren, habe ich das Gefühl. Sie hat es richtig genossen heute. Sie hat immer gemeckert eigentlich, sobald wir stehen geblieben sind oder es zu langsam war. Und dann hat sie da hinten gesessen hat geguckt und die Ohren sind geflattert. Es war so schön anzusehen. Außerdem kann ich euch sagen, man kann durch die schmalste Stelle der Niederlande 4,8 Kilometer, 30 Kilometer mit dem Fahrrad fahren und kommt nicht einmal an der gleichen Stelle wieder vorbei. Ich habe gedacht, er fährt mich nach Amsterdam. Das geht alles. Nein, von dieser Stelle aus, wo wir gesagt haben, da drüben ist Belgien, hat der Google uns wirklich strack einmal quer durchgeschossen, hier wieder zurück zum Stellplatz in Gangelt.
Ja, wir machen so jetzt mal Schluss und sehen uns gleich wieder. Wir müssen uns mal alle pflegen. Ja, unbedingt. Also, liebe Leute, wir können euch sagen, diesen Sommer ist die Sonne definitiv kaputt, zumindest vorläufig. Und es ist auch noch kein Ende der Reparatur in Sicht. Zumindest da, wo wir bis jetzt waren. Das stimmt. Also es gab ja auf jeden Fall Landstriche, die hatten schon sehr lange und viel Sonne. Ja, also bei uns irgendwie... Wenn ihr irgendwo sein möchtet, wo die Sonne scheint, dann fahrt nicht dahin, wo wir hinfahren. Genau. Das ist vielleicht erstmal das Beste. Wobei wir hier mit den Videos ein bisschen hinterher tingeln. Also, naja, ist auf egal. Jeden Fall, wie auch immer, wir haben dieses Jahr richtig viel Regenglück, könnte man auch sagen. Wir mögen Regen ja eigentlich auch total gerne. Es ist ja gemütlich, wenn es aufs Dach plattert. Ja, wir haben deshalb jetzt hier die 4 Tage eigentlich nicht viel gemacht, außer außer diese wunderschöne Fahrradtour, bei der wir wirklich Glück mit dem Wetter hatten. Es hat nicht geschüttet, Toni hatte zwischendurch wirklich Angst. Es hat nur so ein bisschen vor sich hin geregnet und das auch nur ganz wenig. Also wir hatten wirklich jetzt Glück die Tage. Auf jeden Fall. Und hier drin war es gemütlich. Ja. Wir haben übrigens, das haben wir glaube ich schon jetzt angesprochen, auf dem Stellplatz in Gangelt gestanden. Das sind zu fahren mit dem Fahrrad, je nachdem wie viele Umwege man nimmt. Ja, 12. Also eigentlich waren es 12 bis zu der westlichsten Spitze. Aber dann kam mir die schmalste Stelle. Aber dann musste die schmalste Stelle ja noch herhalten und die war dann, ja gut. Ja, also der Stellplatz in Gangelt, da sind 36 Plätze, kostet 15 Euro für 24 Stunden und es gibt Duschen, es gibt Toiletten und Wasser gibt es direkt am Platz. Das ist auch alles inklusive, nur Strom geht separat. Genau, Strom geht separat nach Verbrauch. Also da wird der Zählerstand fotografiert bei Ankunft und dann am Ende abgerechnet. Ja, eine Besonderheit ist an diesem Stellplatz, das haben wir jetzt in unserer kurzen Campingkarriere noch nie erlebt. Es ist eigentlich mehr ein Campingplatz, finde ich, weil es gibt dort ein Tor. Man kann da nicht 24 Stunden lang anreisen. Es gibt Öffnungszeiten. Die sind auf der Internetseite von der Stadt Gangelt zu sehen. Ich verlinke euch das wie immer hier unten in der Infobox. Und da stehen die Öffnungszeiten und wenn geschlossen ist, dann ist geschlossen, dann ist das Tor zu. Vor dem Tor ist noch eine Schranke und auch die geht nicht tagsüber einfach auf, indem man ein Ticket zieht. Ihr müsst dann vor der Schranke anhalten, müsst euch anmelden im Infocenter Gangelt, das ist dort direkt. Und dann bekommt ihr 2 Schlüssel, nämlich einen für die Schranke und einen für das Tor, falls ihr außerhalb der Öffnungszeiten da nochmal rein oder raus möchtet. Aber mit dem Schlüssel ist es ja auch kein Problem. 10 Euro werden dann hinterlegt als Pfand und die kriegt ihr dann wieder am Ende, wenn ihr den Schlüssel wieder zurückgibt. Ist aber auf der anderen Seite auch so ein Stückchen weit Sicherheit, wenn das Tor dazu ist. Der ist auch eingezäunt, der Platz. Ja. Also so, ja, nur beim Ankommen war es halt. Wir waren spät und der war schon weg und es war halt ein bisschen... Aber der kam sofort, wir haben ihn angerufen, kam sofort, hat uns aufgemacht und angemeldet. Also das war überhaupt kein Problem. Ja. Ansonsten liegt dieser Campingplatz wunderschönstens im Naherholungsgebiet. Ihr habt ein Kahnweiher direkt nebendran mit lauter Enten und Gänsen. Und ich glaube, ich habe vereinzelt auch ein paar Frösche gehört. Ja. Um den Weiher kann man wunderbar drumherum laufen. Dann gibt es natürlich das ganze Gebiet am Rodebach entlang. Da kann man Fahrrad fahren, da kann man wandern, spazieren gehen. Ihr könnt euch Ruderboote und Tretboote mieten. Alles da auch in dem Infocenter Gangelt heißt es. Das ist alles dieses Gebiet dort und dann könnt ihr über den Weiher rudern. Und gegenüber ist das Freibad direkt, es gibt einen Minigolfplatz, es gibt einen Imbiss auf dem Stellplatz, da kann man nachmittags Kaffee und Kuchen holen. Haben wir das hier erzählt oder habe ich das nur bei Instagram erzählt? Ich glaube, wir haben das nur bei Instagram erzählt. Also da kann man nachmittags Kaffee und Kuchen holen, kriegt 2 Tellerchen oder 3 oder 4, je nachdem wie viele Leute ihr halt seid und dann bringt ihr die einfach dann hinterher wieder zurück. Das fand ich sehr, sehr süß. Und ihr könnt euch auch auf die Terrasse draußen hinsetzen und da ein Bierchen trinken oder sonst auch was. Also das ist wenn schon... Wenn es nicht regnet. Wenn es nicht regnet, ja, dann setzt ihr euch halt rein. Ja, ganz klar. Ja. Ja. Das ist alles sehr familiär dort, finde ich. Es gibt, eine Müll- und eine normale Fähr- und Entsorgung und sowas. Und Gangelt.
Also ein Spaziergang nach Gangert lohnt sich auch auf jeden Fall. Das ist ein kleines, hübsches Städtchen. Da kann man wunderbar an einem Tag durchspazieren. Ja, klar. Und Einkaufsmöglichkeiten sind alle um die Ecke. Ja. Das war's. War's eigentlich. Ja, das war für uns so der nächstgelegene Stellplatz, den wir gefunden haben. Und man kann vor allem dort einen Stellplatz reservieren. Einfach per E-Mail, das ging alles 1A. Und weil wir wussten, dass wir abends relativ spät ankommen. An einem verlängerten Wochenende auch noch. Ja, und da haben wir uns gedacht, das ist super, wenn man reservieren kann. Das mit dem Tor, mit der Schranke und mit den Öffnungszeiten habe ich überlesen oder nicht verstanden. Das kann man sich jetzt überlegen, wie es war. Aber es hat gut geklappt. Ja. Ja. Bevor wir zur Silberparty kommen, glaube ich, wollten wir noch zeigen, wo Selfkant überhaupt ist. Genau. Wollen wir den allen nochmal zeigen, wo das überhaupt ist? Ja. Also auf unserer schönen Deutschlandkarte, da ist der westlichste Punkt. Und da ist dann auch Selfkant und Gangelt nicht weit weg. Das haben wir ja gesagt. Hier ist es jetzt nicht drauf auf der Karte, aber das macht nichts. So. Ja. Und damit haben wir es also geschafft, alle 4 Punkte abzufahren in Deutschland. Noch mit Greta, das war uns sehr wichtig. Oh, wir sind ein bisschen schief geworden jetzt. Wollen wir die nochmal zeigen, die 4 Punkte, ganz schnell? Ja, zeig sie. Also Leute, hier oben ist Sylt. Er muss aber noch Nordsylt zeigen. Ja, da oben war noch höher. Da oben war der. Ach, ganz da oben. Mhm. Stimmt, da, ganz da oben. Das ist der nördlichste Punkt. Dann hatten wir den östlichsten Punkt. Und den südlichsten Punkt. Ach, da ist er. Da hätte ich doch fast Falsches gezeigt. Den südlichsten Punkt. So, alle 4. Übrigens, wo wir gerade hier diesen kleinen Platz hier zeigen, Oberstdorf, da ist hier ein bisschen nördlich Sonthofen. Ja. Und da haben wir uns ja verlobt. In Sonthofen? Mhm. Vor inzwischen 25,5 Jahren. Kann mich erinnern. Deswegen ja auch die Silberparty. Die Silberparty, unser kleines Gewinnspiel, was das ganze Jahr 2024 läuft. Und am Ende des Jahres, kurz vor Weihnachten, werden wir 4 satte Gewinne raushauen, weil vorher waren es ja immer nur 3, jetzt haben wir 4. Ja, nämlich 4x2.000 Euro gesponsert vom Autohaus Imhof, wo unser neues Auto her sein wird. Von ASW Bikes, wo unsere Fahrrädchen her sind. Von Giba Caravan Technik, die hier immer alles wunderbarstens mit der Technik ausstatten. Und von nanoveredelung.com, die das Auto von außen veredeln und nanoversiegeln und ja, innen auch, wenn ihr möchtet. Die 4 sponsern diese 4 fetten Gewinne. Ja, genau. Die Silberparty. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, das machen wir also dieses Jahr. Und darum verstecken wir immer ein paar Hinweise in unseren Videos und stellen ziemlich viele Quizfragen, wie ich finde. Ich habe gar nicht gedacht am Anfang, dass das so viele Fragen werden. Aber es gibt viele Fragen, aber das macht nichts. Da habt ihr wenigstens was zu tun. So. Ja, wenn es regnet, man muss sich ja zu beschäftigen wissen. Genau. Unsere heutige Frage ist, nachdem wir jetzt hier alle 4 Punkte Norden, Osten, Süden und Westen abgefahren haben in Deutschland, fragen wir mal, wie heißt eigentlich die nördlichste Stadt von Italien? Ich denke, das ist ganz angebracht heute, das mal rauszufinden. Da waren wir auch. Ja, da waren wir dieses Jahr schon. Es ist verrückt, wie man rumkommt mit so einem Wohnmobil. Na, also. Ja. Perfekt. Super. Liebe Freunde, wir sind jetzt fertig hier mit diesem schönen Regenvideo mal wieder nach dem Schwarzwald. Mal gucken, wo es uns noch hintreibt, wo vielleicht doch die Sonne noch da ist. Vergesst nicht, wenn ihr alle 4 Punkte auch abgefahren habt, irgendwann in den nächsten Wochen oder Monaten oder Jahren eure 4 Selfies an uns zu schicken an info@leniundtoni.de und dann gibt es ein Geschenk. Ja. Und ansonsten sehen wir uns wieder zahlreich versammelt zu unserem nächsten sehr fröhlichen Video, in dem wir dem Regen trotzen oder uns über die Sonne freuen. Na, auf jeden Fall. Aber es gibt ja kein schlechtes Wetter, es gibt ja immer nur schlechte Kleidung dafür. So. Oder die falsche Laune. Oder die falsche Laune, ja. Deswegen ärgert euch nicht über Dinge, die ihr nicht ändern könnt, wie zum Beispiel das Wetter. Ja, bleibt gesund, bleibt fröhlich, schaltet aufs nächste Mal wieder ein, wenn wir wieder bei euch sind. Und danke fürs Zuschauen. Macht's gut, Freunde. Bis bald. Tschüss.